Willkommen zu meiner ersten Sendung von Nüflash, der News- und Satire-Magazin aus Nünen. Meine Stadt Nünen, eine kleine Stadt an der schönen Lippe im Norden des Potts. Sie hören richtig, aus dem Ruhrgebiet, wo die Menschen immer noch tagsüber unterhalb der Erde nach ihrer Kohle suchen und nichts nachts aus den Löchern gekrochen kommen. Wenigstens haben wir hier noch genug Kohle, auch wenn sie schwarz ist. Andere Staaten betteln ja gerade darum. Aber hier in Nünen scheint man wohl Geld in Überfluss zu haben. Woher kommt denn das Geld? Oder sagen wir besser, wo gibt Nünen sein Geld aus? Hier hinter mir ist übrigens das Rathaus. Na, sehen Sie es? Der Stadt Nünen. Dort im Bauamt hat man gerade mächtig viel zu tun. Warum, fragen Sie sich? Kommen Sie mal mit. Ach, ist das herrlich, ne? So ein schöner Stadtbummel hier in Nünen. Na? Schönes Wetter, die Sonne scheint und man könnte auch schön Eis essen gehen und auch weiter durch die Stadt schlendern. Wenn dann mal nicht hier diese Baustellen wären. Ich sag mal, ein oder zwei Baustellen hier in Nünen sind ja in den Sommerferien nichts Ungewöhnliches. Ne? Man muss ja mal reparieren, man muss was Neues bauen, warten, Wartungsarbeiten durchführen. Aber Nünen hat noch mehr zu bieten. Wetten? Hier befinden wir uns an einer von Nünens Großbaustellen. Hinzu kommen noch das Hertie-Gebäude, was gerade umgebaut wird. Der Preußenbahnhof, wo er sich vermessen hat, wodurch sich die Bauarbeiten verzögern. Eine Zumutung, das Treppensteigen, oder? Aber man ist ja sportlich. Naja, bis auf die Rollstuhlfahrer oder die Fahrradfahrer, naja, oder die Kinderwagen. Die Friedensstraße, wo eine ganze Straße derzeit aufgerissen wird. Schauen Sie mal, die Kinder kommen nicht mal zur Stadtinsel, wo sie in den Ferien spielen könnten. Eine riesengroße Baustelle direkt vor der Stadtinsel und der Grundschule. Na gut, es sind Sommerferien. Okay. Insgesamt hat Nünen derzeit in den Stadtgebieten Nünen Mitte, Geist, Nordlünen, Altlünen, sage und schreibe 46 von mir gezählte Baustellen. Die Vermutungen belaufen sich auf 70 Baustellen im gesamten Stadtgebiet. Und Nünen ist gerade mal eine 80.000 Einwohner große Stadt und alle Baustellen mitten bzw. am Anfang der Sommerferien. Wie Nünen in Konkurrenz treten zur größten Baustelle des Landes? Berlin? Nun hat offiziell kein Geld. Naja, so ohne Moos nichts los. Aber das Bauamt scheint wohl genug zu haben. Oder die Telekom, die wohl die Hälfte der Baustellen gerade besitzt. Die Graf-Arnulf-Brücke ist eine Baustelle, hier hinter mir, die seit Anfang 2013 besteht und immer noch nicht fertig ist. Grund dafür ist, weil die ehemalige Baufirma, die für die Fertigstellung der Brücke verantwortlich war, insolvent gegangen ist. Man rechnet mit der Fertigstellung der Brücke Ende 2015, wenn dann die gerade beauftragte Firma nicht wieder pleite geht. Hoffentlich ist das keine griechische Firma. Also 70 Baustellen, circa im gesamten Stadtgebiet. Hatte den Bauamt die Arbeitshut gepackt? Oder reißt hier ein noch nach dem anderen auf und weiß nicht mehr, wo die Baustellen sind? Also wo waren nochmal die ganzen Kabel, die wir verlegen wollten? Oder haben wir hier Maulwürfe angestellt, die sich gerade durchbilden? Straßen, Gehwege, Schulen, Kaufhäuser, Brücken, überall wird hier gebaut gerade. Man könnte meinen, man möchte die Stadt umbauen. Oder will man hier eine neue Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Bauarbeiter schaffen? So nach dem Motto, irgendwo müssen die ja was zu tun haben? Naja, glaube ich nicht, oder? Aber jetzt mal im Ernst, ihr Herrschaften vom Bauamt.
Wer plant denn diesen ganzen Blödsinn von euch zur gleichen Zeit an die 70 Baustellen aufzumachen? Und dann noch mitten in den Sommerferien. Reicht es denn nicht, dass ihr den Kindern auch noch das neue und einzige Heimbad, was Nünen mal hatte, zugemacht hat, wegen Renovierungs- und Wartungsarbeiten? Bürger, wir haben drei Freibäder, den Seepark und den Kanal. Aber bei schlechtem Wetter sollen die Kinder dann in der Badewanne planschen und dann die ganzen Gruben über an jeder Ecke in der Stadt, die hier geöffnet haben. Hoffentlich fällt da mal keiner rein. Oh je, oh je, oh je, 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 je. So, und jetzt zum Schluss noch. Das war meine Sendung Nüfdecht aus Nünen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Kommentiert es oder schreibt mir. Wird mir sehr gefallen.